Jetzt ist es aufgenommen. So. Ja. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag, lieber Alumni. Und Alumne. Mein Name ist Jan Ehlers. Ich bin Vizepräsident der Uni und habe hier den Lehrstuhl für Didaktik und Bildungsforschung im Gesundheitswesen. Und ich bin Jan Smetana. Ich arbeite als Assistent bei Jan Ehlers und organisiere das didaktische Weiterbildungsprogramm. Und wir freuen uns riesig, euch zu unserer Veranstaltung bei Stufe on Tour zum Thema ChatGPT einzuladen. Das ist so. Diesmal digital. Ich weiß noch, ich durfte schon mal bei Stufe on Tour teilnehmen. In Hamburg bei Google. Das war echt ein guter Abend. Aber vielleicht auch zu gut. Diesmal darf ich nur digital teilnehmen. Passt aber zum Thema. Genau. Wir freuen uns, wenn ihr kommt. Und wir möchten mit euch über alle möglichen Themen, was ChatGPT angeht, besprechen. Welche Erfahrungen habt ihr damit schon gemacht? Was ist das eigentlich genau? Und ja, was können wir aus dem Umgang mit der KI lernen für uns, für die Zukunft, für die Universität? Ihr vielleicht fürs Berufsleben? Also wir können das ja ganz ehrlich sagen untereinander. Ne? Wir haben gehört, dass bei Stufe on Tour maximal 60 Leute da sind. Und wir wollen es dreistellig. Also egal, was ihr am 1.6. vorhabt, ja, nehmt euch den Abend frei. Seht zu, dass ihr mit dabei seid, dass ihr Menschen wieder trefft, die ihr vielleicht lange nicht mehr gesehen habt, dass ihr neue Menschen kennenlernt, dass ihr miteinander darüber reflektieren könnt, was bedeutet das KI, was bedeutet das für meinen Beruf und was bedeutet das für die Gesellschaft. Ja, Sascha Lobo hat im Spiegel geschrieben, wo bleibt der Aufschrei? Da wollen wir uns miteinander drum kümmern. Müssen wir aufschreien oder müssen wir feiern und sagen, endlich kommt sie, die KI. Wir würden uns total freuen, wenn ihr mit dabei seid. Genau. Lasst uns einen kleinen Aufschrei schon bei Stufe und Tour machen und gucken, was uns danach alles erwartet. 1.6., 18.30 Uhr, wenn ich es richtig... Genau, 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr, wir freuen uns. Ja, Mensch, also wir gehen davon aus, dass ihr mit dabei seid. Super, bis dann. Bis dann.